Und dabei bin ich noch gar nicht in der Oberfläche. Hallöchen. Jetzt aber. Eieiei. Wo sind wir? Wer sind wir? Und warum sind wir hier? Eigentlich alles egal. Hauptsache wir tauchen. Und damit herzlich willkommen bei Absu. Keine Tauchsimulation, nein, sondern ein Taucherlebnis. Und wir können hier ein bisschen in seichten Gewässern planschen. Endlich mal ein Spiel, das ich mir nicht so wirklich selber gespoilert habe, weil ich mir dazu keine Let's Plays angeguckt habe. Hey. Ja, und ich bin wirklich mal gespannt. Ich weiß nur, dass irgendwie 3 Lead-Designer von Journey mit dabei sind bei der ganzen Sache. Und das ist halt auch mehr eine, naja, ich sag mal, erlebnisreiche, naja, einfach, es geht hier nicht um Leveln, Questen oder sonst was, es geht ums Erleben. Und ja, das Ganze ein paar Meter unter Wasser. Was uns hier so genau erwarten wird und ob das so sein wird wie Journey, da bin ich mal gespannt, weil Journey war ja schon ziemlich cool, wenn auch ziemlich, ziemlich kurz. Und Absu, ja, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was da auf uns zukommt. Boah, schön. Guck mal die Schwärme hier. Kommen wir da durch? Hallo, ihr Lieben. Hallo, ich bin's. Hui. Schwimmt mit mir. Dann wollen wir den Fisch jetzt mal nicht so viel Angst machen. Boah, geil. Alter, zieh dir das mal rein. Schönes Schwarmverhalten. Sehr schön. Grafisch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, vielleicht ein bisschen überkoloriert bis jetzt, aber nicht schlimm. Oh, wer bist du denn? Na, Dicker? Frisst du mich? Hallöchen. Du bist aber ganz schön groß. Zum Reiten. Ja, lecko funny. Ein Goliath Grouper. Mhm. Kann ich dich denn steuern oder steuerst du mich? Nee, ich kann steuern. Aber nur so pseudomäßig. Komm, lass mal dich mal wieder ziehen. Oh, kleiner, dicker Fisch. Boah, hätte ich da. Also, ich persönlich bin ja eigentlich so gar nicht so ein Mensch, der gerne im Meer oder in irgendeinem See oder Fluss planscht. Ich habe da immer so ein leicht ungutes Gefühl bei. Fragt mich jetzt bitte nicht, warum. Ich finde das immer ein bisschen, ich sag mal, gruselig irgendwo. Wenn du nicht sehen kannst, was unter dir ist und, ach nee. Also da uselt es mich eigentlich immer. Aber zieht euch das mal rein. Ist das schön oder ist das schön? Können wir hier. Da können wir also. Ich glaube, so an Land gehen, da ist jetzt gerade nicht so viel mit. Wir werden alles wirklich scheinbar unter Wasser uns angucken müssen. Guckt euch diese Schwärme an. Alter, ist das schön. Es erinnert mich jetzt echt direkt schon total an. Oh! Zum Interagieren gedrückt halten. Oder drücken. Trompetenfische. Ja, hier ist dann auch für Groß und Klein noch was zum Lernen dabei. Was ihr gerade gesehen habt, sind Trompetenfische, meine lieben Freunde. Wusste ich nicht, dass es die in dieser Form gibt. War mir neu. Ich bin aber auch, muss ich ehrlich sagen, kein Meeresbiologe. Was haben wir hier? Aha. Das ist genau das gleiche, was wir bei Journey auch hatten. Dieses Ping-Senden. Ja, wer bist denn du? Hallo? Wie scheint es unser Protagonist etwas technikversiert? Hallo.
Da hat er mir, glaube ich, gedankt, dass ich ihm gerade geholfen habe, so wie es scheint. Na du? Pling. Ja, auch die antworten wie bei Journey auf das Pling. Jetzt bin ich mal nur gespannt. Bringen die mir auch irgendwie einen Boost oder... Die folgen mir, glaube ich, jetzt einfach erstmal nur. Boah, Alter, dieses Licht, diese Lichtstrahlen, einfach so geil. Ja, wir gucken auf jeden Fall jetzt erstmal hier noch ein bisschen weiter, was es hier gibt. Schwimmen ein bisschen mit den Fischis umher. Weil ich glaube, hier gibt es viel, viel zu entdecken. Da haben wir noch so ein Löchlein. Da noch mehr Trompetenfische rauskommen. Schauen wir mal. Ein Leopardenhai. Oder mehrere Leopardenhaie gleich. Ja, Haie sind nicht so ganz mein Gebiet. Auch da immer wieder ein bisschen Respekt vorgehabt. Nicht Angst, weil, wie man ja weiß, mehr Menschen werden durch runterfallende Kokosnüsse im Jahr umgebracht als durch Haiangriffe. Von daher, lasst die armen Viecher doch Viecher sein. Was bist du? Eine Muschel. Aha. Also Collectibles, wie es mir aussieht. Nur da wurde jetzt nichts angezeigt, dass man die irgendwie wirklich sammelt. Hau, hallo, kleiner Mann. Der sich schnell in seine Löchlein verkrochen. Der kleine Hummer. Ich muss mit der invertierten Steuerung, da muss ich noch ein bisschen gucken. Also nicht mit der Steuerung, das kenne ich von Flugsimulatoren. Oh, da ist noch so ein Ding. Ja, du möchtest, dass wir deinem Freund helfen, ne? Ja, das können wir auch sofort machen. Die Kamerasteuerung, die ist, glaube ich, ebenfalls, ja, die ist ebenfalls invertiert. Und das ist ein bisschen unangenehm, will ich nicht sagen, aber gewöhnungsbedürftig. Hallöchen. Einmal Batterie einsetzen und dann kann es auch losgehen. Hui, der freut sich. Und was sind wir eigentlich für ein Wesen? Wir sehen so ein bisschen aus wie eine Katze, ne? Von den Augen her. Und wir sinken auch langsam auf den Boden der Tatsachen. Interessant, interessant. Ich frage mich auch, wo wir den Sauerstoff hierher kriegen. Oder ob wir ihn überhaupt brauchen. Brauchen wir Sauerstoff? Was sind wir? Wer sind wir? Fragen über Fragen. Haben wir den Bereich denn jetzt abgefrühstückt schon? War das so schnell? Es ist einfach schön. Es ist... Nee, was haben wir denn hier? Das ist doch ein Hai, oder? Warte mal, das gucke ich mir von vorne nochmal an. Das sieht ganz schwer nach einem Haifisch aus. Und das kann ja dann nur von Menschenhand stammen, weil ich glaube nicht, dass Fische sich eigene Haistatuen bauen. Drücke die Touchpad-Taste zum Meditieren. Das machen wir doch mal. Linker Stick zum Wechseln. Ein Schwarzmeerbarsch. Mhm. Was haben wir hier? Männlicher kalifornischer Lippfisch. Aha. Oh, die sehen aber nicht sehr freundlich aus mit ihren roten Augen. Hat der einen gefressen jetzt gerade? Oh, und da sehe ich, da hinten ist noch ein kleiner Freund. Sehe ich uns denn selber? Wir müssten da oben irgendwo sein. Also weiß ich, dass es dann noch mehr von diesen kleinen Technikviechern gibt. Was haben wir hier? Ein Judenfisch. Interessant. Der hieß gerade aber noch anders. Da haben wir den Leopardenhai. Trophäe erhalten, die Nahrungskette. Mhm. Noch so ein Fischi. Oh, der Bereich ist, glaube ich, doch größer, als ich dachte. Ein Kelpfisch. Ja, und da fällt der Biologiekurs quasi flach. Da braucht ihr über Meerestiere nichts mehr großartig lernen. Das kriegt ihr alles hier im Let's Play beigebracht. Schauen wir doch mal. Hier irgendwo muss noch so ein kleiner Freund sein. Gib mal Kette hier. Den suchen wir doch jetzt direkt mal. Hier ist nichts mehr, den haben wir schon befreit. Ich glaube, das war auch ein dicken Tiefer, ne? Aber wir gucken uns den Bereich jetzt einfach nochmal ganz in Ruhe an. Bevor wir hier weitergehen. Weil es auch einfach so schön ist. Oder könnt ihr mir sagen, wo es lang geht? Nee, die kommen dann nur zu mir. Ah, okay. Oder? In die Richtung?
sollen wir hier hin? Hier sind nur Algen. Da haben wir den ersten rausgeholt, glaube ich. Dann kann es ja fast nur hier in die Richtung sein. Ich verliere hier auch gerade so ein bisschen dezent die Orientierung, wo wir schon waren, wo wir noch nicht waren. Aber ich glaube, wenn wir wohin müssen, müssten wir hier hin, oder? Ach, da ist er doch. Da ist ja der kleine Freund. Na komm, dann wollen wir dich doch auch noch aus dem Schlamm hier befreien. Du, Kameradrohne, du. Ja? Gibt's ein Dankeschön? Gibt's nicht. Finde ich fies. Aha. Ah, guck mal an. Die haben also doch einen Sinn. Die schnibbeln sich durch die Algen, damit wir weiterkommen. Oh. Hallöchen. Dezente Bedrohung durch einen Haifisch. Boah, das wäre nichts für mich, ne? So durch Höhlen tauchen und so. Ich weiß nicht. Platzangst ist es eigentlich nicht. Das ist Moränen. Sehen aus wie Moränen hier, die Jungs. Platzangst ist es bei mir nicht, aber ich weiß nicht. Alles, was so unter Wasser Gedingsel ist, nee, da kriege ich schnell klaustrophobische Zustände. Das ist so im echten Leben gar nichts für mich. Hier, ja, alles gar kein Problem, alles easy, weil ich kann ja Luft holen, wenn ich möchte. Blub. Aber im echten Leben so tauchen, boah, ich weiß nicht. Also auch mit einer Flasche, glaube ich, würde ich mich unwohl fühlen. Weil ich das mal in Griechenland gemacht habe, so richtig schön schnorcheln, auch mit so Fußpaddeln. Das ist schon geil, wie schnell man sich da durchs Wasser bewegen kann, aber... Nee, ich bleib dann doch lieber über der Wasseroberfläche. Du weißt halt auch nie, was unter dir kreucht und fleucht, ne? Und es gibt ja nun mal, also wer mal so ein paar Dokumentationen darüber gesehen hat, über die Tiefsee, es gibt schon arg seltsame, ich möchte fast sagen, Bestien da draußen. Und der Witz ist ja auch, wir kennen mehr oder wir wissen mehr übers Weltall, als wir über unsere eigenen Weltmeere wissen. Wenn man sich das mal reinzieht, das ist schon eine Hausnummer. Genauso wie das, was da unten leuchtet. Das ist auch interessant. Da wollen wir mal hin. Das kann ja auch jetzt wieder fast nur von Menschenhand gemacht sein. So wie es ausschaut. Eieiei. Kinder, denkt an den Druckausgleich beim Tauchen. Sonst habt ihr Druck auf den Ohren. Ich wollte hier unten die Umgebung nochmal einmal kurz ein bisschen abchecken, ob es hier irgendwas Interessantes noch zu finden gibt. Aber das sieht mir jetzt nicht danach aus. Boah, das ist ja schon fies tief hier, ne? Was können wir denn hier machen? Okay. Okay. Alter Schwede. Ja. Aber schweben wir jetzt über dem Wasser? Schaut so aus, ne? Als ob das Ganze wie eine Projektion ist und wir über dem Wasser schweben. Kommen wir denn da rein jetzt? In den Strudel? Nee. Da will es uns nicht reinlassen. Alter. Bin gerade wie bei Journey so leicht geflasht über die Ausmaße, die das Spiel hier wieder hat. Und die Musik ist einfach auch so traumhaft schön. Das ist wieder was zum Hinsetzen, Gucken und Entspannen. Genau das Richtige nach einem langen Arbeitstag, den ich hinter mir habe. Hallo Strudel. Und hallo Blubberei.
Aha. Rochen. Mantas, ne? Also jetzt nicht das Auto, aber Manta-Rochen. Gibt es hier etwa eine versunkene Zivilisation, so eine Art Atlantis? Scheinbar. Boah, es sieht einfach so traumhaft schön aus. Wie gesagt, auch wenn ich kein Fischfan bin, also zum Essen ja, finde ich sie sehr lecker. So ein lecker Lachs, da sage ich nicht nein. Aber, boah, krass. Und diese Schwärme, die machen es halt einfach, ne? Oh, da ist eine Heilstatue. Ich würde gerne aber unten nochmal eben schauen. Das sieht komisch aus. Das sieht so aus, als ob es da unten Brandung jetzt gäbe. Eine Art Brandung, in die wir aber eigentlich gar nicht rein können. Oder doch? Nee. Auch hier lässt es uns nicht abtauchen. Quasi Wasser unter Wasser. So wie das ausschaut. Aber wir setzen uns jetzt erstmal nochmal auf die nächste Haistatuette. Die war da oben. Hey, Dicker. Können wir dich auch reiten? Komm mal her. Komm mal ran hier. Wie war das denn? Yes. Komm. Boah, ein Teufelsrochen, so. Komm, krieg die Kurve. Boah. Übel. Fegt er durchs Gestrüpp. Na, dann flieg mal weiter, mein Lieber. Wir hatten ja Pläne. Und das sieht so aus, als ob man die dann freischalten würde. Ein Gelbschwanzschnapper. Mhm. Ein Einhornfisch. Ja. Ob der wohl auch Regenbögen kackt? Was haben wir hier? Eine Riesenstachelmakrele. Mhm. Ein Fähnchenfalterfisch. Der wirkt ein bisschen aggressiv, der kleine Kerl. Ja, in der Tat. Der hat sich gerade einen kleinen Snack gegönnt. Da ist wieder die Makrele. Heilige Makrele. Ein Hahnenkampffisch. Aha. Wo ist denn der Kibbeling? Der gemeine Kibbeling. Ja, man merkt, ich gucke zwischendurch Gronkh. Hier und da. Gut, aber können wir nochmal auf den Rochen irgendwie? Ist das möglich? Jetzt sind wir hier in einem Schwarm gefangen, weil da unten war doch der Rochen. Naja, gut. Ach, wie schön. Hui. Und einmal frische Luft schnappen, oder? Das geht immer. Wie sieht es denn hier oberhalb jetzt aus? Okay, haben wir nur die Algen. Und nichts um uns rum. Quasi offenes Meer, wohin du guckst. Aber die Welt unten ist dann doch ein bisschen farbenfroher und schöner. Und ich würde sagen, wir nehmen doch glatt die Einladung von diesem Tor an, das sich geöffnet hat, und schwimmen da einfach mal ganz gekonnt durch. Das Schöne an der Steuerung hier ist, egal was du machst und wie dämlich du dich anstellst, es sieht irgendwie immer elegant aus. Es macht nie den Anschein, ja, als könnte man es nicht. Oh, Licht. Das wäre der Licht.
Aha. Das wirkt nur sehr ägyptisch, was ich hier sehe. Kann man damit interagieren? Nee, scheinbar nicht. Was macht der denn eigentlich auf der Kreistaste, der Kleine? Okay, macht er eine kleine Rolle vorwärts. Ja, das wirkt wirklich alles sehr, sehr ägyptisch. Hier haben wir, was haben wir hier, einen Pottwal. Guck mal, die, sind das die Jungs, die wir im ersten Level befreit haben? Die beiden? Hätte man da eigentlich drei holen können? Könnte das sein, dass das so eine Levelübersicht ist? Das Ganze? Boah, das Einzige ist die Kamerasteuerung, mit der komme ich noch nicht ganz zurecht. Das sind die Algen, wo wir waren. Kommen wir jetzt zu Schwärmen vielleicht? Ach, wer weiß. Wir gucken es uns einfach an. Du kannst ja auch nicht immer alles versuchen zu deuten, wie ich es bei Journey versucht habe. Man muss es halt auch einfach mal so, wie es ist, auf sich wirken lassen. Okay, das wirkt schon alles ein bisschen bedrohlicher gerade. Okay. Alter! Du kannst ja nicht einfach einen meiner Freunde fressen. Okay, dem möchte ich aber ungern nochmal über den Weg laufen. Puh. Fiesling. Frisst er einfach hier einen meiner kleinen Roboterfreunde. Komm, wir gehen jetzt erstmal runter ins Abyss. Schauen wir mal, ob es hier was gibt. Oder ob es sich tatsächlich nur auf Schwärze beschränkt. Ach, guck mal, die kennen wir doch auch. Die siehst du doch manchmal am Strand. Wenn sie da gestrandet, also ja, am Strand gestrandet, das macht Sinn. Hier können wir doch wieder was freilassen. Eine Lederrücken-Meeresschildkröte. Hey, hello. Kann man doch auch garantiert gleich reiten. Wenn es nicht so falsch klingen würde. Ein paar Krustentiere. Und da ist noch eine Muschel. War also doch nicht ganz umsonst, dass wir hier runtergeschwommen sind. Hallöchen. Wobei, das ist ja eigentlich auch nicht so eine klassische Muschel. Das sind doch, glaube ich, diese... Ja, Gott, wie heißen sie denn? Ich hatte da mal so eine Dino-Doku geguckt und in dieser Dino-Doku kam die ganz am Anfang vor. Also irgendwas ziemlich Altes auf jeden Fall. Hey, Herr Lederrücken. Lass dich reiten. Hallo. Lass dich reiten. Woo! Gib Gas. Tatsache. Ich werd verrückt. Splash, splash. Wie schaust du von vorne aus? Ja, sympathisches kleines Kerlchen. Und wir sind echt schon ganz schön tief runtergekommen, muss ich sagen. Das haben wir frei gemacht. Ich glaube auch nicht, dass hier noch viel mehr ist, oder? Hm, mal schauen. Wow, jetzt hat er aber wirklich Gas gegeben gerade. Und das da oben sieht so, das sieht ja schon fast aus wie irgendwas aus Alien. Gibt es hier noch eine Haistatue? Scheinbar nein. Deshalb einfach mal dahin geschwommen. Alter Schwede. Ey. Es beobachtet mich. Hallo? Hallo? Hallo Auge? Na? Machst du auf? Sehr freundlich. Hey, wo sind sie hin? Ah, ich glaube, wir gehen ins nächste Level.